Wie versprochen, habe ich... Halt, wartet, was zum Fick ist das? Ja, Moritz Neumann hat vor einiger Zeit ein paar Videos hochgeladen, in denen er sich quote-unquote mit Zahlen und Fakten auseinandersetzt. Das Ganze ist natürlich immer noch ein Werk, welches von euren Gebührengeldern unter der Fuchte vom mittlerweile berüchtigten Propagandanetzwerk Funk entstand. Wir können uns also getrost auf Manipulation vom Fließband einstellen. In seinem ersten von insgesamt drei Videos befasst sich unser Möchtegern-Comedian und Arschredner mit der Kriminalität von Flüchtlingen, also Bimbo-Nickern, die im Zuge der Migrationswelle der letzten Jahre Aufenthaltsgenehmigung in Deutschland suchten. Und um sich selbst überhaupt erst einmal ein Bild von den Ausmaßen dessen zu machen, über was Moritz sogleich aus seinem Arsch heraus klugschnacken wird, zog er tatsächlich von der Polizei gelieferte Statistiken heran. Und ich kann euch sagen, Moritz hat sich hier dermaßen transparente Fehler gegönnt, dass ein Blinder diese bereits aus 100 Kilometern Entfernung problemlos ausmachen könnte. Aber seht selbst. Flüchtlingskriminalität, wie sie im Volksmund heißt. Und es sind eine Menge Zahlen gekommen. Es sind tatsächlich so viele Zahlen gekommen, dass ich nicht nur nicht alle Fragen beantworten kann, sondern dass ich drei verschiedene Videos dazu machen werde. In drei verschiedenen Themengebieten. Heute kommt das erste Video und fokussiert nur quasi die Kriminalität in Deutschland. In speziell Bezug zur Zuwandererkriminalität, wie sie offiziell heißt. Nur mal so nebenbei erwähnt, Zuwanderer. Mich regen diese zwanghaft sterilisierten Worte auf. In den letzten paar Jahren wurde die Bezeichnung einer einzelnen Gruppierung ausschließlich zum Zwecke der sprachlichen Sterilisation mehrfach geändert. Aus Flüchtlingen wurden Migranten, aus Migranten wurden Geflüchtete und jetzt werden aus Geflüchteten Zuwanderer. Diese Sterilisation ist eine Krankheit insbesondere von Diktaturen, aber auch unserer heutigen Gesellschaft. Der Hintergedanke ist, ähnlich des Orwellschen Neusprech, die sprachliche Vielfalt einzuengen, Worten, die brisante Themen umfassen, vom allgemeinen Wortschatz zu verbannen und quote-unquote neue Worte mit meist weniger oder vageren, aber wie im Fall der Flüchtlinge, stets mit der Politik genehmeren Assoziation einzusetzen. Im Falle des Begriffs Flüchtlinge wird dieser Prozess allen Anschein nach weitergehen, denn die Probleme werden nicht einfach so verschwinden. Dies führt natürlich nach einiger Zeit dazu, dass die Worte mehr und mehr mit den Problemen assoziiert werden. Und genau das ist, was mit dieser Taktik vermieden werden soll. Man sollte doch bitte bei politisch relevanten Begriffen die richtigen Assoziationen haben. Daher wird sich, sobald sich der Begriff Zuwanderer in der Umgangssprache verfestigt hat, dieser mit einem neuen sterilen Begriff ausgetauscht werden. Und dieser Kreislauf wird, sofern sich an der tatsächlichen Sachlage nichts ändert, immer weitergehen. Das Ganze funktioniert natürlich auch andersherum, indem man einen Begriff ändert und eben mit Worten schmückt, die bereits starke Assoziationen auslösen. Aus Islamfeindlichkeit zum Beispiel wurde Islamophobie, um die Assoziation der Phobie als irrationale Angst diesem Begriff mitzugeben, und aus Islamophobie wurde in jüngster Zeit antimuslimischer Rassismus. Jaja, was heute nicht schon alles als Rassismus durchgeht. Interessant an diesem Begriff ist aber das Wort antimuslimisch. Es geht rein vom Wort her also nicht um den Islam, sondern um die Muslime. Man hasst also nicht eine Ideologie, sondern Menschen. Aber ist gut jetzt, ich schweife sonst noch ab. Bringen wir es hinter uns. So, nächste Woche, oder wenn man nicht das Standschaft bekommt, dann linke und rechte Gewalt. Und dann kommt ein drittes Video mit all den anderen Fragen zum Thema Integration und was das alles noch für euch kam. So, heute also Zuwandererkriminalität. Dafür habe ich mir vor allem angeguckt die polizeiliche Kriminalstatistik. In dieser polizeilichen Kriminalstatistik spricht man gar nicht von Kriminellen, sondern man spricht von Tatverdächtigen. Das darf man bei den ganzen Zahlen nicht vergessen. Da gibt es auch wahrscheinlich eine große Diskrepanz auf deutscher und nicht deutscher Seite zwischen wer war verdächtig und wer war wirklich schuldig. Zum Beispiel muss man auch mal erwähnen, dass 2017 gab es 5,7 Millionen Straftaten, 3,3 Millionen dieser Straftaten wurden auch nur aufgeklärt. Und trotzdem müssen wir mit diesen Zahlen arbeiten, weil es keine anderen Zahlen gibt. Das ist durchaus korrekt. Wie hoch jetzt aber die Diskrepanz ausfällt, erklärst du uns leider nicht. Dennoch hat diese hauptsächlich Einfluss auf die absoluten Zahlen und weniger, wenn nicht verschwindend geringe Auswirkungen, auf die Verhältnisse der verschiedenen Demografien. Und eben diese sind es, die uns hier interessieren. Die man sich vernünftig angucken kann. Erste Frage kam von Manu, der einmal um die Definition gebeten hat. Was ist denn in diesen Statistiken Deutsch und Nicht-Deutsch und Zuwanderer und wer ist was? Gute Frage, Manu. Deutsche sind Deutsch. Wenn du einen Pass hast, bist du Deutsch in der Statistik. Nicht-Deutsche sind alle anderen.
Das heißt nicht Flüchtlinge, sondern einfach alle Menschen, die nicht deutsch sind und tatverdächtig sind in Deutschland. Und dann gibt es, auch weil immer alle Menschen dieses Thema so sehr hochhalten, gibt es Flüchtlinge oder auch gesagt Zuwanderer. Unter Zuwanderer fallen alle Leute, die seit Januar 2015 bis jetzt nach Deutschland gekommen sind. Das heißt aber auch, egal, unabhängig vom Status. Also es sind Schutzberechtigte, Asylberechtigte, Geduldete, aber auch Menschen, die hier illegal sind, Menschen, die auf ihren Status noch warten. Zuwanderer seit 2015. So, insgesamt waren das 1,39 Millionen. Thomas und Wilhelmine und viele andere fragten nach den Straftatenverhältnissen quasi von Deutschen und Nichtdeutschen, beziehungsweise von Deutschen und Zuwanderern, Flüchtlingen. So, habe ich rausgesucht. Meine Güte, Moritz, so kennen wir dich ja gar nicht. Ich freue mich bereits auf die einwandfreie Darstellung der Verhältnisse zwischen deutschen und nichtdeutschen Tatverdächtigen. Welche dieser Demografien ist denn häufiger tatverdächtig? Und vor allem, um wie viel? Viermal? Fünfmal? Oder gibt es überhaupt keine Unterschiede? Ich bin schon richtig gespannt. Letztes Jahr, 2017, gab es insgesamt 2,1 Millionen Tatverdächtige in Deutschland. 1,4 Millionen dieser Tatverdächtigen waren Deutsche, 737.000 waren nicht deutsch und von diesen 737.000 waren 300.000 Zuwanderer. All diese Zahlen sind halt immer ein bisschen gerundet, ne? Damit das nicht so überkompliziert ist. Jetzt wurde aber auch angemerkt, und das stimmt, da sind ja auch Verbrechen dabei, die Deutsche gar nicht begehen können. Ne? Also so bestimmte Asyldelikte, wie der ist über die Grenze gekommen und das durfte er nicht. Das kann man natürlich rausrechnen. Wenn man das rausrechnet, dann bleiben noch ungefähr 2017 600.000 nichtdeutsche Tatverdächtige und davon 167.000 Zuwanderer. Prozentual gesehen waren also von den Tatverdächtigen im Jahr 2017 8,5, sagen wir, Flüchtlinge. 8,5% ist also das Verhältnis. Natürlich nicht. Es stimmt, von allen Tatverdächtigen waren 8,5% Flüchtlinge. Aber du hast uns in keiner Weise gesagt, wie jetzt die Verhältnismäßigkeit zwischen Deutschen und Flüchtlingen aussieht. Zum Glück brauchen wir dazu nur eine weitere Zahl. Wir haben gut 1,8 Millionen Flüchtlinge auf eine Gesamteinwohnerzahl von rund 82 Millionen. Das sind rund 2% der Menschen hier in Deutschland. Diese 2% sind laut Statistik zu 8,5% tatverdächtig. Ihr seht, der prozentuale Anteil der Tatverdächtigen ist im Verhältnis mehr als viermal höher. Sie sind demnach überrepräsentiert um den Faktor 4. Der Rest der Bevölkerung, Nichtdeutsche und Deutsche, sprich die 98%, sind hingegen bei 91,5% der Fälle tatverdächtig. Sprich, sie sind unterrepräsentiert. Verrechnen wir nun die beiden Zahlen, kommen wir zu dem Ergebnis, dass Flüchtlinge mehr als 4,5-mal häufiger tatverdächtig sind als der Rest der Bevölkerung. So. Jetzt meinte ich, glaube Wilhelmine meinte auch, sie hat das nicht so mit Zahlen, sie baut das mit Kartoffeln. Wenn wir mal sagen, jetzt Kriminelle oder Tatverdächtige sind verschimmelte Kartoffeln, wenn du einen Sack mit 100 Kartoffeln hast, dann, okay, das muss man noch anders rechnen, ne? wenn man einen Sack mit Kartoffeln hat, und das sind die ganzen Zuwanderer, da sind jetzt drin, da sind ungefähr 1,4 Millionen Kartoffeln drin, dann waren davon 167.000 schlecht. Das heißt, ungefähr jeder Zwölfte. Okay, jede achte Kartoffel war also verschimmelt, um mal bei deiner Analogie zu bleiben. In der anderen Fuhre von Kartoffeln, die zwar viel mehr verschimmelte Kartoffeln insgesamt mit sich brachte, weil es eben nicht ein Sack, sondern 50 Säcke sind, war aber letztlich nur jede 32. Kartoffel verschimmelt, Moritz. Du hast dir die verfickte Statistik reingezogen, Alter. Willst du uns verarschen? Ich finde, das klingt nicht so gut wie Zahlen, weil Zahlen weniger wertend sind als das Kartoffelbeispiel. Weniger wertend als das Kartoffelbeispiel? Wertend? Willst du auf Rassismus raus mit deinem Kommentar? Du hast doch vor nicht allzu langer Zeit ein Video rausgehauen, wo du dir selbst das Recht absprichst, das Thema Rassismus überhaupt anzusprechen. Wollen wir noch mal kurz reinschauen? Ich kann diese Perspektive nicht einnehmen. Ganz einfach deswegen, weil ich Kartoffel bin. Du hast nicht die geringste Ahnung davon. Kein Bio-Deutscher, der in Deutschland lebt, hat die geringste Ahnung davon, wie sich Rassismus anfühlt. Das Recht dazu haben, zu bestimmen, was sich rassistisch anfühlt und was nicht. Was für eine vermessene Grundhaltung ist das denn? Boah, habe ich mich in den letzten Tagen fremdgeschämt für meine Mitkartoffeln. Natürlich schäme ich mich dafür heute. Ich bin kein Rassist. Ich bin absolut kein Rassist. Zur Ehre der Kartoffeln.
Gott, ist die Kartoffel ein rückgratloses Gemüse, ey. Also Moritz, wenn du schon so behinderte Aussagen machst, dann, naja, bleib wenigstens konsequent. Ist egal. Und trotzdem muss man sagen, also man kann jetzt die Zahlen hin und her wälzen und trotzdem ist es schon so, dass seit 2009 die Zahl der nicht-deutschen Tatverdächtigen gestiegen ist. Insgesamt kann man sagen, dass ungefähr jeder dritte Tatverdächtige in Deutschland nicht deutsch ist. Was nicht heißt Zuwanderer oder Flüchtlinge, sondern einfach nur, dass das nicht Deutsche sind. Das ist eine ziemlich krass hohe Zahl, muss man sagen. Wieder korrekt, das ist eine krass hohe Zahl. Vor allem, wenn man bedenkt, dass nach Angaben des Statistischen Bundesamtes, DStatis, gerade mal 10 Millionen Nicht-Deutsche in Deutschland leben. Wie auch in der PKS gilt man als Deutsch, sobald man einen deutschen Pass hat. Und eben als Nicht-Deutsch, wenn man keinen deutschen Pass hat. Das sind rund 10 Millionen Menschen in Deutschland. Und auch hier sind die Nicht-Deutschen demnach überrepräsentiert. Ein Achtel der Bevölkerung stellt ein Drittel der Tatverdächtigen. Dritte Frage. Kai fragt, sag mal, wer wird eigentlich gewalttätig? Kai ist in Gefahr, weil er eine Tochter und hat Angst, dass die angesprochen wird. Und die Frage ist, wer ist gewaltbereit oder wer ist am gewaltbereitesten? Und die Antwort ist, egal ob deutsch oder nicht deutsch, Männer, Kai. Das sind Leute wie du und ich. So 86% sind die Tatverdächtigen, sind Männer. Meistens sind sie zwischen 18 und 30 Jahre alt. Das ist die Zeitspanne, wo die Männer anscheinend am beklopptesten werden. Und rein zufälligerweise sind die meisten Flüchtlinge auch in genau dieser Altersgruppe. Das ist selbstverständlich nicht der Auslöser. Aber dass genau aus dieser Altersgruppe die meisten zu uns kommen und die Auswirkungen dessen auf die Statistik, sagt uns was, Moritz? Erklärst du uns das mal? Oder präsentierst du uns hier einfach nur ein paar Zahlen aus der PKS, um dann einen dummen Kommentar bezüglich der Größe dieser Zahl abzulassen? Jörg und andere Menschen fragen auch noch mit, wie ist das eigentlich mit dem Vermögen? Hat ein Vermögen Einfluss? Hat es bestimmt, aber ich habe keine Daten dazu gefunden. So, Simon fragte, ist es eigentlich so, gibt es eine Untersuchung darüber, ob Muslime vielleicht krimineller oder durchschnittlich gewaltbereiter oder krimineller sind? Und die Antwort ist, man macht das jetzt nicht bei Muslimen, aber das BKA, das Bundeskriminalamt, hat sich schon angeguckt, wie ist die prozentuale Verteilung von den Nichtdeutschen hier im Vergleich zu wie viele von denen sind quasi tatverdächtig oder kriminell. Und das, verstehst du, also es sind so und so viele Menschen von einer bestimmten Volksgruppe hier und dann guckt man sich an, wie viele von denen begehen eine Straftat, eine vermeintliche, ist das jetzt extrem hoch oder extrem niedrig im Vergleich dazu, wie viele Menschen davon in Deutschland sind. Sprich, um welchen Faktor ist eine bestimmte Gruppe im Vergleich zu einer anderen über- bzw. unterrepräsentiert? So, und es gibt bestimmte Staaten oder bestimmte Herkunftsländer und die Menschen, die von da kommen und jetzt in Deutschland sind, werden prozentual öfter straffällig als andere. Das sind vor allem diese Maghreb-Staaten, das sind also die ganzen nordafrikanischen Staaten, Marokko, Tunesien, Algerien, dann Gambia, Somalia und Nigeria und Georgien. Frag mich nicht warum, aber auch aus Georgien. Die Menschen, die wir von unserem Bild her als Flüchtlinge titulieren, also Menschen aus Syrien, Menschen aus Afghanistan und Menschen aus dem Irak, bei denen ist es prozentual nicht auffällig. Also da ist es jetzt nicht so, dass extrem viele Menschen kriminell geworden sind im Vergleich zu der Zahl, wie viele von diesen Menschen jetzt hier sind. Ja, prozentual im Vergleich zum Rest der Flüchtlinge. Die Aussagekraft dieses Statements geht gegen Null, da sich aus ihr keinerlei Information über das tatsächliche Ausmaß ableiten lässt. Zieht man hingegen hinzu, dass Flüchtlinge um den Faktor 4 überrepräsentiert sind, sieht die Sache schon irgendwie ganz anders aus. Verlierst du dazu vielleicht ein Wort, Moritz? Ein einziges? 2017 gab es insgesamt ungefähr 40.000 Fälle, in denen Menschen sich tatverdächtig gemacht haben aufgrund von Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung. Davon waren 4.852 Zuwanderer. Also ungefähr 12,2%, also ungefähr jeder Achte. Jeder Achte Tatverdächtige bei dem Thema sexuelle Gewalt oder sexuelle Straftat ist Zuwanderer. Man muss dazu natürlich auch noch sagen, dass jetzt nicht alle Opfer dieser fast 5000 Menschen Deutsche waren. Also das muss man auch im Kopf behalten. Wir halten also fest, 2% der Bevölkerung begehen 12% der Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung. Mach darüber mal ein Video, Moritz. Jetzt ist egal, ob das Deutsche waren oder nicht, aber
das wirst du auch nicht in der Zeitung lesen, du weißt, was ich meine. Der Anstieg, es gab einen Anstieg von 2016 auf 2017, danach fachte auch da nicht, gab es jetzt irgendwie mehr Anzeigen. Und es gab einen Anstieg und das liegt aber auch daran, dass bestimmte Sachen jetzt auf einmal dazugezählt werden zu diesem Straftatbestand. Zum Beispiel erst seit 2017 ist sexuelle Belästigung ein Sexualdelikt und nicht mehr wie vorher eine Beleidigung auf sexueller Grundlage. Das hat aber keine Auswirkung auf die Verhältnismäßigkeit, jedenfalls im Idealfall. Idealfall, das heißt, wenn Flüchtlinge nicht um ein Vielfaches überrepräsentiert werden. Dennoch werden jetzt auch Fälle von sexueller Belästigung berücksichtigt, die von Deutschen begangen werden. Die Statistik ist somit nach wie vor unverfälscht. Und nur so nebenbei, die Fälle von sexueller Belästigung beliefen sich auf knapp 3600 Deutsche und etwas mehr als 3000 Nicht-Deutsche. Für sexuelle Belästigung allein kommt also ein Achtel der Bevölkerung auf fast die Hälfte der Fälle. Wieder einmal sind Deutsche unverhältnismäßig unterrepräsentiert. Trotzdem, unbestreitbar, viel zu viele Vorfälle. Jesse fragte gar nicht, sondern sagte, es ist ja quasi ein Fakt, dass immer mehr tödliche Angriffe von Flüchtlingen auf Deutsche passieren. Und das ist furchtbar. Und das habe ich mir auch angeguckt. Es gab noch mehr Fragen dazu, die ich damit verbinden möchte. Einige Menschen haben gefragt, wie das denn ist eigentlich mit der Verteilung von Flüchtlinge oder Geflüchtete wenden Gewalt an, aber wie oft ist es eigentlich gegen Deutsche, wie oft gegen Flüchtlinge, wie oft untereinander? Das war die Frage. Deswegen da so, pass auf. Es gibt jetzt auch Zahlen, relativ neu, nicht aus 2017, sondern aus dem ersten Quartal 2018. Januar, Februar, März. Und weil das die neuesten sind, habe ich mir die mal angeguckt. In diesem Zeitraum gab es 89 Straftaten gegen das Leben, also versuchter Totschlag, sowas, oder versuchter Mord. 89 Straftaten gegen das Leben, in denen mindestens einer der Tatverdächtigen Zuwanderer war. Andersrum gab es 75 Straftaten gegen das Leben, in denen Zuwanderer Opfer waren. 64 Fälle davon waren Fälle, in denen Täter und Opfer Zuwanderer waren. In 19 Fällen waren also Deutsche Opfer eines tatverdächtigen Täters, der Zuwanderer war. Das sind alles quasi Mordversuche. Insgesamt in diesen ersten drei Monaten vom Jahr 2018 wurden 11 Menschen getötet. 10 Zuwanderer und ein Deutscher. Es ist scheißegal, ob die Opfer Deutsche waren oder andere Flüchtlinge. Und wenn wir hier aus der Statistik Menschen mit laufendem Asylverfahren, Duldung und Asylberechtigte, also so ziemlich die Flüchtlinge raussuchen, kommen wir insgesamt auf 974 Tatverdächtige im Jahr 2017. Das ist gut ein Viertel aller Tatverdächtigen bei allen Straftaten gegen das Leben, also Mord, versuchter Mord, Totschlag und so weiter. Ein Viertel, Moritz! Das ist schon Absicht, dass ich diese Fakten und Zahlen von der Meinung trenne, weil, sind wir ganz ehrlich, du kannst Zahlen und Fakten und Daten immer für deine Meinung benutzen. Nein, es gibt nur mal Zahlen, die völlig diametral zu dem stehen, was man eigentlich gerne hätte. So wie in diesem Video, Moritz. Es ist klar, warum all die Scheiße hier so eben nicht in deinem Video zu finden ist. Du wolltest mit diesem Faktencheck eine gewisse Substanz vorgaukeln. Nun, Substanz hätte dein Video gehabt, wenn du die ganzen Zahlen aufgedröselt hättest, erklärt hättest, was für Schlussfolgerungen sich aus diesen Zahlen ergeben. Ist halt nur blöd, wenn man eigentlich viel lieber Zahlen hätte, bei denen Flüchtlinge irgendwie auf ein oder zwei Straftaten kommen. Diese aber, naja, gerade in den schweren Fällen um ein Vielfaches überrepräsentiert sind. Allein bei diesem Thema gibt es 1 Million Zahlen. Also du kannst natürlich auch nur die 5 Zahlen nehmen, die dafür sorgen, dass deine Meinung stimmt. Und ich habe diesen Meinungsblock jetzt schon so oft aufgenommen und habe jedes Mal gemerkt, ja klar, aber dann kann man mir wieder vorwerfen, dass ich nur die Zahlen nehme. Oder, oh ja klar, wenn ich das sage, dann ist es, weil ich das sowieso denke. Und das ist unglaublich schwer. Wo zum Fick war das schwer? Es mag zeitaufwendig sein, sich durch die ganzen Tabellen zu wühlen, aber schwer ist das nicht. Dass Moritz sich aber wenigstens mit den Zahlen auseinandersetzt, ist schon mal ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Das Auslassen essentieller Bestandteile und die daraus resultierenden fehlerhaften Schlussfolgerungen sind hingegen ein Marathon in die falsche. Ich habe ein ungutes Gefühl, was die nächsten beiden Videos angeht, aber die werden wir uns auch noch geben. Guckt euch die Zahlen an, denn das ist das Wichtige. Da draußen sind so viele Zahlen. Wenn ihr eine Meinung habt, dann checkt das einmal mit den Zahlen, ob diese Meinung wirklich hinkommt. Ob es wirklich stimmt, dass jeden Tag Deutsche von Flüchtlingen abgestochen werden oder nicht. Überprüft das. Das ist wichtig. Das ist unsere Aufgabe, auf unsere Meinung so gut wie möglich Acht zu geben. Das musst ausgerechnet du sagen, Moritz. Jemand, der sich über die Opfer der G20-Ausschreitungen lustig macht,
der anderen Menschen aufgrund ihrer Ethnie und ihres Geschlechts das Mitspracherecht zu bestimmten Themen abspricht. Ein Mensch, der offen und unverhohlen sexistisches und rassistisches Gedankengut wiederkäut. Ich kenne dich nicht privat, wo du wahrscheinlich sogar ein völlig korrekter Typ bist. Aber die Show, die du hier abziehst, ist unterste Schiene. Um genau zu sein, offenbarst du uns damit, dass deine freundliche Art nichts anderes als Fassade ist. Du integritätslose Fotze. Silence, we must be mistaken.